In diesem Video erkläre ich dir, was das Bestimmtheitsmaß ist, wie du es berechnest und wie du es interpretierst. Moin Moin zusammen, nicht erschrecken. Grundsätzlich, wir kümmern uns heute um das Bestimmtheitsmaß. Aber kurz davor, das ganze Thema gehört zur Methode der kleinsten Quadrate, einfach zur Regression. Und ich möchte im Endeffekt schauen, wie stark beschreibt diese Gerade den ganzen Sachverhalt hier. Ich habe ein Video schon gemacht, was das hier ist. Ich habe ein Video gemacht, was das hier ist. Verlinke ich euch hier irgendwo. Nun kommen wir zum Bestimmtheitsmaß. Das Bestimmtheitsmaß ist nichts anderes als eine prozentuale Zahl, die mir im Endeffekt ansagt, wie stark lässt sich mit Hilfe dieser Gerade der Tatbestand hier beschreiben. Also wie gut ist die Gerade, die ich da erzeugt habe? Ist die top nah dran? Das ergibt wirklich Sinn, dass wenn ich als nächstes hier 10 einsetze, dass dann eben auch hier zum Beispiel jetzt hat 8 rauskommt. Ja, wenn ich sage, ich mache hier 10 Liegestützen, brauche ich danach 8 Minuten Pause. Und das kann im Endeffekt das Bestimmtheitsmaß mir sagen. Das ist also nur ein Wert, der prozentual angibt, wie nah ist meine Gerade an der tatsächlichen Realität dran. Wie berechne ich das Bestimmtheitsmaß? In einem Bravis-Pearson-Koeffizienten ins Quadrat. Fertig. Schönes Video, ciao! Nein, Spaß beiseite. Also, der Bravis-Pearson-Koeffizient ist einfach eine Zahl, um zu gucken, wie ist der Zusammenhang, wie korreliert das Ganze, positiv, negativ, vollkommen, überhaupt gar nicht, negativ, habe ich schon erklärt in dem Video. Und eben wenn ihr den berechnet über die Stichproben-Kovarianz geteilt durch die Stichprobenvarianz von x mal die Stichprobenvarianz von y und diesen Wert, den ihr da rauskriegt, den müsst ihr quantrieren und dann habt ihr eben das Bestimmtheitsmaß. Und das ist der prozentuale Wert, also 0,7 zum Beispiel, dann wäre das Bestimmtheitsmaß 70%. Das heißt, meine Gerade, die ich hier erzeugt habe, erklärt zu 70% meinen ganzen Tatbestand und ist zu 70% dran. 100% wäre vollkommene Erklärung, ich wäre zu 100% mit der Geraden dran. 0% heißt, ich bin absolut vorbeigeschrubbt und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und 70% sagt so, yo, wir sind dran, wir sind gut dran. Aber da sind noch 30% Spielraum dazwischen. Ich hoffe, dass das Bestimmtheitsmaß jetzt verstanden. Falls ja, lass doch bitte einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Ansonsten mache ich das Ganze noch an Zahlen hier irgendwo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut!